Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return of the Obra Dinn. Okay, dann schauen wir uns mal hier den Tod von Lars Linde nochmal an. Vielleicht können wir ja seinen Mörder mittlerweile ausfindig machen. Jetzt müssen wir dann eins höher. Müsste dann hier ja irgendwo sein. So, wo ist denn der Leiche? Hint dran. Du bist das dann, ne? Ja, okay. Let me on. Over my dead body, you bloody Dane. Huh? How is that? There's no cause for trouble, boys. Get in the boat. Before I forget, you killed my brother. What? That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. Oh, I shouldn't have waited so long. No, don't. Es quetscht von Fracht. Die kann man aber auch nicht zuordnen, ne? Aber das ist dann wahrscheinlich der Bude dazu. Haben wir... Ich glaube, das waren aber einige mit Nachnamen. Unbekannt. Walker, Willow, Zeng, die ganzen China. Nathan Peters hätten wir noch. Aus England. Und Samuel Peters tatsächlich. Beides Matrosen. Ja, das sind glaube ich jetzt die einzigen. Warte mal, Booth. War noch ein Booth da? Nee, oder? Und ein unbekanntes Schicksal. Dann würde ich mal sagen, testen wir mal gerade. Wurdest du von Nathan Peters erledigt? Na gut, so weit sind wir noch nicht. Ja. Ach, das war da oben. Dann könnte es sein, dass das halt sein Bruder Samuel Peters ist. Müssen wir halt mal gucken, woran... Eine Erinnerung. Matrose. Du bist auch nur in der ungesicherten Ladung umgekommen. Okay. Ja, andererseits, warte mal. Klar, Aussehen, der hat überhaupt keinen Bart. Achso, ja gut, die Frage ist halt trotzdem, ob wer jetzt nächstes und wer Samuel ist, ja. So, die Frage ist, Kollege, zur Erinnerung, du bist halt auch verschwunden. Das Verderben, ja. Ja, ich glaube, das waren einige genauso. Du wurdest zerrissen. Wahrscheinlich seid ihr alle umgekommen, oder?
Ja gut, sagen wir mal, gut, 50-50 Chance. Ich lasse es jetzt mal dabei. Vielleicht kann ich es ja nachher nochmal ausloten, beziehungsweise nachher dann oder später nochmal nochmal umstellen. Gut, wir haben die nächsten. Also zurück zur Crewliste. Ich gehe, glaube ich, aus der Szene noch mal raus. Wer bist du? Auch du bist verschwunden. Ruchlose Gefangene. Daten der Meere. Aber wenn du den Bruder getötet hast. War ja irgendwas von wegen Taue erhangen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, wir gehen mal zum voraussichtlichen Samuel. Also erstmal raus wieder. Da, genau, dann können wir gucken, ob das Samuel ist und dann wird das höchstwahrscheinlich eben sein Bruder sein. Dann können wir das vielleicht ausschließen. Gut, Samuel. Der letzte. Von Fracht zerquetscht. Das ist ja. Sich die Ladung Teil 1, ja. Ja, dann wird das wahrscheinlich stimmen. Gut, dann haben wir, würde ich sagen, wir haben die beiden richtig zugeordnet. Wurde dir gesagt, er wurde von Lachdings zerquetscht. Schätzen wir einfach mal, das stimmt. Dann haben wir den. Ja, dann müssen wir aber den. Achso, wir haben von ihm noch keinen. Kein Tod. Wir sind Peter Samuel Peters. Was steht denn noch aus? Genau, du wurdest von einem Schwert. Alfred, haben wir dich nicht richtig zu? Ich habe jetzt ja wieder drei Stück da. Kann ich mir den Tod noch mal anschauen? Vielleicht ein Quest jetzt zerquetscht. Ja. Das wäre ja gut. Eins drunter, ganz hinten in der Ecke.
Warum ist den Tod nochmal an? Vielleicht wurde er doch irgendwie totgeschlagen oder erwürgt oder. Aber ich glaube, das passt ja da so einigermaßen. Du müsstest sein, ne? Mhm. Put me down! Let go! Easy now. You're in a bad way. It's the squid. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. But that... the beast is dead. How did you kill it? We didn't. It left with the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that? Does that lead for nothing? Okay, ja, das ist dann doch deutlich. Einigermaßen deutlicher Hinweis. So, wer bist du denn? Wissen wir noch nicht. Dich haben wir jetzt ja, genau. Ist das sein Zimmer möglich? Den Russen müsste ich halt mal noch gucken. Genau, dich haben wir mittlerweile auch. Förderoffizier. Dich haben wir noch nicht, tatsächlich. Du siehst halt auch... mehr oder weniger offiziell aus. Unbekannten Angreifer. Wir hätten noch einen unbekannten Offizier auf jeden Fall. Den kann man hier mal... Sprichst du Schottisch? Ansonsten haben wir denn noch Schiffssteward? Nee, bist also indisch ist nicht. Hier vielleicht einer von denen. Gillian. Genau, dich hatten wir auch noch nicht. Vielleicht können wir über dich noch ein bisschen mehr rausfinden. Ja, Blut, 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 Blut. Von hier dann wahrscheinlich. Wurde von der Best zerquetscht. Gut. Gut, wer bist du? Umkommen in Flucht Teil 4. Alles klar. Ach genau, du warst das, ja. Aber ich glaube, genau seinen Mörder können wir jetzt ja mittlerweile mal zuordnen, ne? Lass mich mal kurz zu der Erinnerung. Position wäre genau daneben, also draußen. Ausgang aus der Szene ist wo? Da.
Genau, warst du halt einer davon. So, John Davis, zumindest haben wir den Mörder jetzt ja schon mal. So, du wurdest von John Davis erschossen. Haben wir das zumindest schon mal? Wo treibst du dich denn rum? Du warst hier mit dabei, genau. Flucht warst du mit dabei. Kanonierslager. Und im Frachtraum. Und dann halt hier oben. Wir haben Teil 8. Allerdings ist das ja nur das, wo die Szenen dann stattgefunden haben. Flucht Teil 2, Flucht Teil 3 warst du mit dabei. Im Verderben bist du dann im Endeffekt. Das warst aber du. Flucht Teil 4. Vielleicht finden wir bei Flucht Teil 3 noch was über ihn raus. Weil das da, also es wird wahrscheinlich von der Dings, du bist irgendwas von hier oben, vielleicht der unbekannte Offizier. Man weiß es ja nicht. Klingt nicht sonderlich polnisch. Wie sagt das mit den Akzenten? Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie man das zuordnet. Ja, lass uns mal gerade zur Flucht halten. Ja, das war's dann mit dir. Was hatten wir im letzten Mal ja schon? So, genau, du wurdest von Emily erschossen. Können wir dich vielleicht mittlerweile irgendwie zuordnen? Du warst halt. Was? Ach, du hast die, glaube ich, auch erstochen, oder? Kann das sein? Bootsmann Marz. Bist hier mit unterwegs. Dann warst du mal hier beim Schiffarzt. Bist wahrscheinlich einer von den Russen. Hier ist dann die ungesicherte Ladung.
Okay, lass uns mal hochgehen. Können wir halt in der nächsten Folge mal gucken, ob und warum du erschossen wurdest. Bin mal gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.